Ich war gerade mit Mädels einkaufen und wir waren beim Lidl und wir haben so ein bisschen was eingekauft und ja, das wollte ich euch jetzt zeigen. Das erste, was ich euch zeige, ist alles gekühlt und gefroren. Deswegen zeige ich das jetzt zuerst und dann räume ich das weg. Zum einen haben wir diese Hähnchen-Mini-Schnitzel gekauft. Die haben so eine Cornflakes-Panade, die hatten wir schon mal gekauft und die schmecken wirklich richtig lecker. Und ja, haben wir einfach nochmal mitgenommen. Die Mädels essen die auch sehr gerne, deswegen ja. Dann habe ich zweimal so einen Joghurt mitgenommen, oder beziehungsweise die Mädels haben sich den ausgesucht. Zweimal der hier und zweimal auch der hier, auch für die Mädels, Heidelbeere. Und das habe ich für mich ausgesucht, oder beziehungsweise die Mädels dürfen das natürlich auch essen. Das ist richtig lecker, das ist ein griechischer Joghurt mit Brombeere. Wir nehmen den auch sehr oft in Natur mit. Ja, und diesmal habe ich Brombeere mitgenommen. Ich glaube, ich habe den schon mal mitgenommen. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt auch mit Brombeere war oder mit einer anderen Frucht, aber der war richtig lecker und deswegen habe ich den jetzt wieder mitgenommen. Für die Mädels kam auch noch so ein Schokopudding mit. Dann haben wir auch noch mal so einen milden Joghurt mitgenommen. Dann hat mein Mann sich Bacon gewünscht. Da habe ich noch dieses Gemüse mitgenommen und das ist irgendwie schon gewürzt. Ja, irgendwie gab es diesmal nichts an Gemüse beim Lidl, außer Spinat. Also es gab kein Blumenkohl, kein Brokkoli, nichts. Und deswegen, ja, habe ich zu dem gegriffen. Und auch einmal Buttergemüse habe ich mitgenommen. Dachte ich, dass ich morgen Schnitzel mit Buttergemüse und Kartoffeln mache zum Mittag. Alice hat sich das gewünscht. Und dann kam auch noch einmal Eis mit. Haben wir jetzt diese Variante mitgenommen. So, und jetzt habe ich das andere alles ausgebreitet. Walnusskerne haben wir mitgenommen. Da gab es so eine XXL-Packung. Dann drei Bananen, weil wir noch Bananen zu Hause haben. Dann habe ich diesen Sagrotan-Hygienespüler entdeckt. Himmelsfrische. Unser ist leer gegangen. Das ist echt eine Riesenpackung. Dann ist unsere Marmelade leer gegangen. Da haben wir diese hier ausgesucht. Oder beziehungsweise Alisa hat sie ausgewählt. Dann habe ich zweimal dieses hier mitgenommen. Das sind solche Knusper-Kängurus oder so in Paprika, denn wir wollten bald einen Ausflug machen und da wollte ich die mitnehmen. Dann habe ich wieder Gemüsebrühe gebraucht. So ein Pflücksalat oder sowas halt ähnliches habe ich mitgenommen. Da ist jetzt alles mit drin, auch Rucola ist mit drin. Also in so einem gemischten Salat. Einmal Hygienespray habe ich mitgenommen. Einfach so zum Mitnehmen, damit es einfach in der Tasche liegt, wenn man das braucht. So einen Sekundenkleber habe ich mitgenommen. Den braucht man ja immer wieder und unser ist jetzt leer gegangen. Und auch das hier habe ich mitgenommen. Solche Aufkleber, die man an die Wand macht und dann halt irgendwas aufhängen kann. Wie zum Beispiel Bilderrahmen oder sonst noch was. Und ja, die habe ich auch mitgenommen. Die Kinder haben Hörspiel mitgenommen von Miraculous. Die sind, glaube ich, die ersten zwei Teile, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, Alisa mag das ja extrem, also die freut sich schon darauf. Dann habe ich einmal Giotto mitgenommen, so wenn jetzt jemand vorbeikommt, einfach damit das da ist. Dreimal Milch kam mit, zwei habe ich schon eingeräumt. Einmal Müllbeutel habe ich mitgenommen, ganz normale, 25 Liter. Paprika rot dreimal. Einmal Hähnchenbrust habe ich mitgenommen. Dann haben sich die Mädels diese Hörnchen noch ausgesucht. Nuss-Nougat-Creme haben die, glaube ich, noch nie probiert und die wollten das mal ausprobieren. Für morgen früh hat Alice sich die Brötchen gewünscht. Deswegen haben wir zweimal diese hellen Brötchen mitgenommen. Und wie immer kamen ja unsere Brezeln mit. Ja, einmal diese Doppelkekse haben wir mitgenommen. Die Suppenmaultaschen kamen wieder mal mit. Da mache ich ja immer wieder mal diese Suppe mit den Maultaschen mit drin und dann Kartoffeln, Nudeln. So eine Mischmasch-Suppe sozusagen. Ja, die essen sie ganz gerne und deswegen habe ich die wieder mal mitgenommen. Dann einmal Cranberry haben wir mitgenommen. Zweimal Quetschi, also je vier Stück sind da drin. Hier einmal Apfel, Erdbeeren, Banane und einmal Apfel und Birne. Dann noch Trauben. Und einmal Waffeln, Eier. Und dann haben sich die Mädels wieder mal was rausgesucht, als ob wir nicht schon genug hätten zu Hause. Aber ja, egal.
Einmal kam dieses hier mit. Sie geht ja noch nicht zur Schule, aber ja, einfach so zum Mitmachen. Das fand sie ganz gut, dass da jetzt auch so Zahlen und sowas drin sind. Ja, müssen wir mal schauen, ob sie das schon mitmachen kann. Ich denke schon, so teilweise. Dann haben wir noch dieses hier mitgenommen. Bildwörterbuch, Kindergarten. Da sind halt einfach nur Bilder drin und ja, es steht einfach, was es ist. Für Nina ist auf jeden Fall mal was. Und auch das ist für Nina. Das wollte sie gerne haben. Da sind Sticker mit dabei, aber auch ja, verschiedene Aufgaben. Das fand ich auch sehr interessant, auch für Nina so zum Mitmachen. Wir fahren ja bald auch in den Urlaub und da braucht man ja auch sowas. Und da nehme ich auch sowas gerne mit, damit ich da einfach mit ihnen das mal machen kann. Und dann kam noch das hier mit. Ja, auch. Eigentlich das gleiche Prinzip, verschiedene Übungen mit drin. Ich glaube, das hat auch sich Nina ausgesucht, obwohl das eher was für die Alisa ist. Aber ja, das können sie ja auch zusammen machen. Genau, wir haben zwar auch ganz viele zu Hause, aber ich wollte denen sowieso was für den Urlaub mitnehmen. Ja, dann nehmen wir einfach diese hier mit für den Urlaub. Genau. Das war's. Ich werde das jetzt noch verräumen und dann sehen wir uns später wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ja mein Video mit dem gestrigen Einkauf angefangen und da habe ich vergessen, irgendwie Hallo zu sagen, weil das einfach irgendwie ja, spontan entstanden ist und ich dachte, bevor ich das ganz vergesse, zeige ich euch mal, was ich gekauft habe. Und heute Morgen habe ich die Kinder in den Kindergarten gebracht. Ich habe jetzt einen Termin gehabt und bin kurz davor nochmal zum Lidl gefahren, denn ich hatte noch ein bisschen Zeit übrig und ich habe vergessen, was zum Trinken mitzunehmen. Und da ich in eine andere Ortschaft fahren musste und so weiter und so fort und ich wusste, dass es lange dauert, brauchte ich irgendwas zum Trinken. Denn ich habe vergessen, zu Hause Trinken mitzunehmen. Und dachte, ich fahre nochmal irgendwo hin. Dann hat sich es einfach angeboten, dass ich zum Lidl kurz fahre. Und dann habe ich heute wieder mal ein paar Sachen dort gefunden. Und das war ja noch vor meinem Termin. Und ja, ich zeige euch einfach jetzt im Anschluss, was ich so mitgenommen habe beim Lidl heute. Was ich euch noch nicht erzählt habe, wir fahren bald in den Urlaub und ich freue mich so sehr, denn wir waren schon seit 2 Jahren nicht mehr in Urlaub. Also das letzte Mal war es wirklich vor 2 Jahren. Einfach nur ein Strandurlaub, endlich mal Meer und ja, ich freue mich sehr. Alisa freut sich auch sehr, denn sie kann sich noch an das letzte Mal erinnern und das hat ihr auch total Spaß gemacht und klar, hat ihr auch sehr gefallen und sie hat auch jedes Mal gefragt, wann wir denn endlich wieder mal fahren. Und ja, es hat sich jetzt diesmal richtig gut angeboten, dass wir jetzt endlich fahren. Ja, wer weiß, wie es dann später aussieht. Und ja, wir haben jetzt im Hotel gebucht, also das ist jetzt keine Ferienwohnung und wir fahren nach Italien mit unserem Auto. Wir sind auch letztes Mal schon mit unserem Auto gefahren und das hat super geklappt. Und diesmal haben wir gedacht, wir fahren wieder mit dem Auto, weil es einfach viel entspannter ist mit den 2 Kindern. Also für uns halt. Ich stehe jetzt nicht so auf Fliegen, muss ich sagen. Zwar gefällt mir das, aber das ist immer so mit Stress verbunden bei mir. Und ja, irgendwie ist es für mich stressfreier, irgendwo hinzufahren mit dem Auto. Denn da kann man immer wieder selbst zurückfahren, weil man sich entscheidet, irgendwie kurzfristig wieder nach Hause zu fahren oder so. Und das ist auch schon nicht mehr lange hin, denn in ein paar Tagen muss ich schon packen und ich freue mich sehr darauf, aber auch, ja, da muss man schon viel überlegen, was man so braucht. So ist der Stand der Dinge. Natürlich bin ich fleißig jetzt am Zusammensammeln und einkaufen, was ich so alles für den Urlaub brauche. Ich habe natürlich auch Badeanzüge gebraucht, die Kinder haben Badeanzüge gebraucht und so weiter und so fort. Und die ganzen Sachen habe ich jetzt nacheinander alle gekauft. Ich weiß nicht, ob ich heute sehr viel filmen kann, denn heute kommt meine Freundin mit ihrem Sohn zu Besuch, damit wir einfach uns nochmal vor dem Urlaub sehen, denn danach ist bei mir einfach zu stressig und es ist einfach viel zu viel eingeplant. Denn auch die ganzen Termine habe ich mir irgendwie in dieser Woche gelegt. Also Arzttermine, egal ob es jetzt bei den Kindern wäre oder bei mir. Und ja, ich bin heute zum Beispiel zum Termin gefahren. Gestern waren wir auf 2 Terminen. Morgen zum Glück nichts. Und deswegen plane ich auch morgen ein bisschen zu packen.
Und dann am Donnerstag habe ich einen Termin bei meinem Orthopäden wegen meinem Fuß. Das wollte ich auch unbedingt machen, bevor wir in den Urlaub fahren, damit ich einfach nochmal abchecken kann, ob alles in Ordnung ist. Und obwohl es eigentlich klar ist, dass ich meinen Schuh immer noch tragen muss. Also das ist natürlich nicht so eine schöne Sache, mit dem Fuß in Urlaub ans Meer zu fahren, aber mir war es egal. Wir haben das damals kurz davor schon geplant, bevor ich meinen Fuß gebrochen habe. Und meine Mama hat noch gefragt, ob wir wirklich dann fahren, aber nee, ich war definitiv egal, ob mit dem kaputten Fuß oder mit deinem gesunden, ist mir egal. Ich war trotzdem, weil ich einfach so das Meer vermisse. Ich mag das sehr, sehr gerne. Also ich kann ohne Meer irgendwie, also ich brauche das Meer, ich weiß nicht. Ich brauche diesen Strandurlaub, ich brauche es einfach. Ja, ich glaube, vielen geht es so wie mir und ich freue mich schon riesig darauf und mir ist es egal, ob ich dann schwimmen kann oder nicht, ist mir echt egal. Hauptsache, ich bin am Meer, ich bin im Urlaub und natürlich auch für die Mädels und Alisa hat sich ja auch schon total gefreut und nee, also ich würde jetzt wegen dem Fuß nicht den Urlaub streichen. Wir fahren auch nicht alleine, meine Eltern sind mit dabei, wir fahren schon zum, ich glaube, zum vierten Mal zusammen. Also wir sind auch schon vor den Kindern zusammen in den Urlaub gefahren mit meinen Eltern. Deswegen ist es jetzt nichts Neues, dass die dabei sind. Ich muss einfach noch überlegen, wie ich das mit meinem Fuß mache. Ob ich diesen Schuh ausziehe und mit den Krücken hinlaufe, obwohl mein Arzt schon letztes Mal gesagt hat, also mein Orthopäde hat schon letztes Mal gesagt, es wäre keine gute Idee, den Schuh auszuziehen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das mit dem Sand mache. Weil wenn ich jetzt mit dem Schuh über den Sand laufen würde, ich glaube, dann wäre er hinüber nach dem ganzen Urlaub. Und ja, und irgendwie mit einer Tüte rumzulaufen ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ich weiß es nicht. Ich muss mir einfach das dann anschauen, wenn ich dann da bin, was ich dann mache. Wenn es jetzt eine Tüte sein soll, dann wird es eine Tüte sein. Auch wenn es dann bescheuert aussieht, aber was will man machen? Ja, euch wünsche ich auf jeden Fall weiterhin viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns einfach später dann. Und das habe ich eingekauft. Zum einen habe ich mir Wasser geholt, dann geht unser Schokomüsli leer und da habe ich dieses hier mitgenommen. Ihr wisst ja, das vermische ich immer mit den Haferflocken, also ganz normale Haferflocken. Entweder zart oder diese kernigen habe ich auch schon gemacht, essen die Kinder ganz gerne. Ja, wie gesagt, dieses Smarties-Muffins habe ich den geholt, ja, für die Kinder halt. Dann habe ich diesen Tee entdeckt und das habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es neu ist oder nicht. Ich habe zurzeit ein bisschen Probleme beim Einschlafen. Ich komme irgendwie nicht zur Ruhe und da dachte ich, ich trinke vielleicht sowas hier. Vielleicht hilft es ja auch. Dann habe ich den Kindern solche Fingermalfarben mitgenommen. Wir haben welche zu Hause, aber so gängige Farben wie so gelb, grün, rot. Und diese hier sind so metallische Farben irgendwie. Also sieht es auf jeden Fall aus. Dann habe ich Batterien gebraucht. Trauben haben wir mitgenommen, weil wir gestern die Trauben haben wir schon gegessen. Ja, für die Kinder gab es so Mini-Schokolade, immer wieder mal zwischendurch gibt es schon. Dann habe ich wieder Masken gebraucht, einmal diese hier und einmal diese hier, also ganz normale. Dann habe ich Sonnencreme gebraucht für die Kinder. Dann fahren wir ja mit dem Auto und ja, wir werden ja bestimmt irgendwo Pause machen und irgendwo anhalten und was weiß ich was. Und deswegen habe ich einfach so ein Handspray mitgenommen. Dann noch Kaugummis und da unten ist ein Block, so weiße Blätter sind da drin. Ich habe gedacht, ich nehme das auch mit in den Urlaub. Dann muss ich nicht lose Blätter mitschleppen. Und ich habe noch sowas hier mitgenommen, das auch einfach so. Ich habe jetzt meinen Staubsaugerroboter eingeschaltet und ich mache mich jetzt an die Wäsche ran, denn ich möchte die ganzen Sachen jetzt bügeln. Und davon jetzt auch gleich was weglegen, was ich dann für Mädels für den Urlaub einpacke. Das sind hauptsächlich Kleider, glaube ich. Ja. Ansonsten haben wir auch noch hier alles draufgeschmissen. Die wollte ich jetzt auch gleich weglegen für den Urlaub. Fertig. So viel Wäsche. Also,
Wahnsinn. Und ich hatte auch vergessen, dass ich da auch noch andere Sachen zu bügeln hatte. Das habe ich auch dann gleich gebügelt. Und ja, ich habe mir das schon so vorbereitet, dass ich das alles wegräumen kann. Außer die zwei Sachen, die werde ich dann wegschmeißen. Und bald hole ich ja auch schon die Kinder ab. So, jetzt sitze ich schon wieder im Auto. Ich bin jetzt wieder unterwegs zu meinem nächsten Termin. Ich wollte mich nur noch von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!